Heute bespreche ich, ob es besser ist, in einen teuren Verstärker oder besser in eine teure Gitarre zu investieren. Hallo, ich bin der Oliver von Gitarrenunterricht.ch. Heute das Thema: Solltest du deine Kohle in einen Verstärker reinbuttern oder doch lieber in eine Gitarre? Nun, die Antwort ist relativ einfach, wenn man die Extreme anschaut. Nehmen wir mal an, sehr günstige E-Gitarre und sehr teurer Verstärker. Du wirst feststellen, immer noch wirst du ziemlich passabel bis gut tönen können. Du wirst vielleicht merken, gewisse Schwächen auf der Gitarre, Anschlag etc. Aber überraschend gut für eine 200-300-Euro-Gitarre wirst du bemerken, tönst du eigentlich ziemlich cool. Der andere Fall wäre also eine 5000-Euro-Gitarre, aber der Verstärker ist wirklich eine Blechkiste. Da kannst du jetzt machen, was du willst. Du hast eine schlechte Basswiedergabe, ungenaue Wiedergabe, es scherbelt, das ist nichts. Das habe ich ein paar Mal schon gesehen. Die teuerste Gitarre auf einem Schrottverstärker ist einfach nichts wert. Wenn ich mich recht erinnere, war es der Paul Gilbert, der vor sehr, sehr langer Zeit, das ist 20 Jahre wahrscheinlich her, auch mal gesagt hat, ja, er hat keine Gitarre über 300 Dollar und es hat trotzdem getönt. Also das wäre ein gutes Beispiel, wenn es denn der Paul Gilbert gewesen ist. Wenn wir jetzt aber von Verstärkern sprechen, dann müssen wir eben nicht nur den Verstärker anschauen, sondern auch das Lautsprecher-Cabinet bzw. einfach die Lautsprecher. In einem Combo schon dabei, aber in einem Top kannst du es auch wählen. Es ist ziemlich relevant, was da für ein Lautsprecher drin sitzt. Auch ein sehr guter Verstärker mit einem extrem günstigen, schlechten Lautsprecher gibt wieder nichts her. Also das sollte schon auf einem Niveau sein. Lautsprecher ist wirklich das, was eben den elektrischen Strom in den Schallimpuls dann wandelt. Und wenn der das nicht gut macht, dann nützt dir eigentlich alles nichts. Ein Beispiel dazu wäre, ich habe mal so einen 15 Watt Crate Übungsverstärker gehabt. Und den, ja, der hat passabel getönt, aber halt nicht wirklich Bass drin gehabt, kleiner Lautsprecher, gab nicht so viel her, zum Üben zu Hause, okay. Dann habe ich den an so eine Marshall Box angehängt und das ist eine andere Dimension. Das kann man sich nicht vorstellen. Also da muss man wirklich wissen, der Lautsprecher ist sehr wichtig, dass du einen guten Lautsprecher hast und einen guten Verstärker dazu. Wann ist eigentlich die Zeit gekommen, einen neuen Verstärker zu kaufen, die Gitarre in eine teurere zu wechseln? Gibt es da Regeln dafür? Für mich ist es etwas Wichtiges, dass eine Gitarre und ein Verstärker in der Lage ist, das, was ich spiele, eben richtig abzubilden. Also ich habe gewisse Ausdruckstechniken, die ich mit dem Anschlaghand, auch mit der Greifhand da auf die Gitarre anwende. Und dann kommt es eben darauf an, gibt dieser Verstärker, diese Gitarre das wirklich wieder? Mache ich eine Technik, die vielleicht so ist und diese gibt nur das wieder? Und das ist der Moment, in dem ich sage, Moment mal, dieser Verstärker ist nicht in der Lage, das wiederzugeben, was ich eigentlich von mir geben kann. Das wäre für mich ein Grund, dann den Verstärker, einen neuen Verstärker zu kaufen oder eine neue Gitarre zu kaufen. Nicht vernachlässigen sollten wir natürlich auch, dass halt das Equipment wirklich anders tönt. Das heißt nicht, du musst jetzt auf deinen Verstärker spielen, bis der völlig ausgespielt ist und du darfst dir keinen neuen kaufen, sondern du merkst vielleicht, dass ein Marshall anders tönt als ein Fender, dass ein Telecaster anders tönt als eine Strat oder eine Les Paul. Und je nachdem, wie du eben tönen möchtest, wirst du auch entsprechendes Equipment dazu kaufen. Am Ende wieder mal das Wichtigste: Woher kommt der Ton? Ich sage immer, der Sound, den kannst du kaufen. Dann kannst du ein paar Euronen aufwärmen und abdrücken, loswerden und du wirst einen besseren Sound haben. Aber den Ton, den kannst du nicht kaufen. Der kommt aus den Fingern. Und das ist gerade für Anfänger etwas ganz Wichtiges. Die denken, ja, eine E-Gitarre kaufe ich und habe ich diesen amtlichen Sound. Das ist definitiv nicht so. Auch bei hochverzerrten Sounds, das bist du, der den Ton eben beeinflusst. Und zwar mit der rechten, linken Hand, was du genau machst, wie du Oberwellen reinmischst in deinen Anschlag oder weniger, wie du genau in welchem Winkel du anschlägst, wie fest, wie tief das Plektrum in die Saite reingeht etc. Und das dann eben genauso zu machen, dass das dem Ausdruck entspricht, den du auch im Kopf hast und wiedergeben möchtest. Das war auch schon ein Kurzbeitrag zum Thema, solltest du lieber in eine E-Gitarre oder eben in einen Verstärker investieren. Bye bye, hab einen schönen Tag.